Willkommen zurück zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seht ja gerade, die Pfeife ist noch nicht ganz fertig, aber das ist gerade alles noch im Bauen. Wir stellen euch heute nämlich einen neuen Tabak vor, und zwar den New Flash von 187. Dahinter verbirgt sich ein Cola-Tabak. Was ist da drin? Cola, Limette und Drachenfrucht. Richtig. Klingt schon mal sehr spannend, ja. Und was war der Preis? 200 Gramm für 17,90 €? Nö. 16,90 €. Wie immer bei 187. 16,90 €, ganz genau. Checkt's aus. Max baut gerade unseren Kopf. Max baut den Kopf. Hallo Max. Hallo. Hi. Grüß dich. Wenn er fertig ist damit, kriegen wir vielleicht die Dose für den Geruch und Nein. den Schnitt. Außer doch mal nicht so. Teil doch auch mal. Der Deal war, ich baue den Kopf, nicht ich gebe euch die Dose, okay? Der kannst du dir den Kopf geben zum Riechen. Das war auch nicht Teil des Deals. Ja, wie unterhalten wir dann sonst noch unsere Leute, während Max gar nicht, das kommt ein Schnitt. Ja, ein Schnitt, ne? Dann lasse ich mir richtig schön viel Zeit. Hey, mach für die Kohle, Alter, für die Kohle! Hallo, Werbung, Alter! Werbung! Alter, Max, Werbung? Mach dich mal richtig voll, Alter! Ja, können wir doch mal Werbung rein. Weiter nach nur einem Spot! Mal Werbung! Wow. Ich bin gespannt, ob der auch so schmeckt. Gehabt. Was? 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 Hä? Problem? Guck mal anders hin. Okay. Was? Was denn? Aber ja, ganz gut, die Hunde. Müller. Schaut euch diesen Kopf an. Ist ja nicht wunderschön geworden. So, alles rausgefallen. Ich hab noch nie so einen schönen Kopf gebaut. So. Brauchst du noch Kohle, ne? It is beautiful. Meine Aufgabe war es, den Kopf zu machen. Richtig, dafür kriege ich Geld. Jetzt bin ich raus. Mach's gut. Alles klar. So, Kopf ist gebaut. Max ist fertig. Hat er gut gemacht. Danke. Und ich das mal anerkannt, was ich hier alles leiste. Ja. Das hätten die euch spannend. Okay, kommen wir zum Schnitt. 187 Tabak, wie kennt ihr ihn? Ja, ein wenig zu viel Molasse drin. Bisschen überschüssig, mittelgrober Schnitt, ein paar kleine Ästchen, aber das Ganze ist nicht so tragisch, wie Max immer so schön sagt. Der geht da halt mit der Schere ran, Mann, wenn er das wollt. Okay, mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Flo, mach mal den Geruch und dann. Warum machst du den jetzt vorher zu? Damit du den wieder aufschrauben darfst. Dankeschön. Oh, wenn ich wüsste, wie eine Drachenfrucht riecht, könnte ich sagen, dass der genauso riecht. Was machst du jetzt? Hätte ich jetzt einen grünen Pullover an, Angst. Dann sehe man mich gar nicht. Also. Jo, ist gut. Wir haben eine schlechte Erfahrung. Ich erzähle einfach mal weiter, während hier Adi so ein bisschen. Das muss ja gefallen, die nehme ich gleich. Ja, nehme ich gleich, okay. Also wie gesagt, Drachenfrucht ist da bestimmt irgendwie mit drin, aber ich wüsste, wie die riecht, würde ich sagen. Aber die Cola kommt tatsächlich raus. Riecht wirklich extrem lecker nach Cola. Nach Coca-Cola oder nach Pepsi-Cola? Pepsi-Cola. Nee, warte mal, das ist Pepsi. Mio-Mate. Pepsi mit so einem Hauch Afri-Cola und eine Coca-Cola ist kurz davor gelaufen. Jetzt wisst ihr das. Und die Limette hat es auch mal gesehen. Also zumindest riecht so. So, Mensch. Gut, Leute. Hör mal den Kopf an, ne? Rauch mal kurz an, sehen uns gleich wieder. Warum schneidest du uns raus? Sind wir dir nicht lustig genug? Doch. Ist besser als so ein Kopfbauvideo. Ist besser als ein Kopfbauvideo, immerhin. Also ich habe uns schon Mühe gegeben. Außerdem haben wir das Mikrofon jetzt so aufgestellt, dass man die Pfeife nicht hört. Geil, oder? Wir haben es geschafft, ne? Über 115 Videos haben wir es geschafft. Ja, aber da muss man, guck mal, wir haben ja auch mehrere Drehorte, weißt du, mehrere Studios. Außerdem stimmt das nicht ganz. Wir hatten schon öfter auch Videos. Kein Was auch? Aber wir hatten aber auch gelegentlich auch einen Diffusor. Ja, egal ob am besten mal aus dem Kanal mit dem Wind. Da hat man uns super. Richtig, genau. Also die Umgebungsgeräusche schlucken manchmal meistens auch eine ganz gute. Oder die Flugzeuge, wenn wir hier draußen am Pool saßen. Flugzeug! Kurze Unterbrechung. Oh, ich hatte es gerade. Okay, weiter geht's. So, jetzt mal. Seid doch mal still, jetzt wollte ich gerade anfangen. Jetzt schimmelt ja alles. Ich musste das Männchen doch auf die Flasche setzen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will anders den Geschmack machen. Komm.
Immer wenn ich anfangen will, rede ich. Da muss ich nochmal ziehen. Ey, das blut. Sehr schön. Okay Leute, wir haben es gleich. Bleibt noch ganz kurz dran, es geht gleich weiter. Wir haben ein paar technische Macken, alles gut. So, sind wir wieder beim Thema, kommen wir zum Geschmack. Geschmacklich würde ich sagen, trifft er das, was du beschrieben hast, eigentlich ganz gut. Also die Cola steht auf jeden Fall im Vordergrund, schmeckt auch ganz lecker. Wie so eine Haribo Cola, wie man es halt kennt vom Shisha-Tabak. Auf die Limette achte ich jetzt nochmal. Sekunde. Ja, Limette schmeckt man auch aus. Bleibt so auf der Zunge liegen quasi, die Limette. Und Drachenfrucht? Weiß ich nicht, wie die schmeckt. Sieh mal nochmal, vielleicht schmeckt sie jetzt wieder. Ist noch so was Undefinierbares? Das könnte die Drachenfrucht sein. Nee, ganz ehrlich, Drachenfrucht schmecke ich da nicht. Aber es ist eine leckere Cola. Also, tatsächlich, also ich muss es jetzt nochmal sagen. Sollte man selber die Bohr machen und dann hat man eine richtige Cola. Ohne Kalorien. Voll die gute Idee. Auch und ohne Zucker. Finde ich Zucker. Ich will jetzt Cola-Fläschchen. Das war die Idee. Eigentlich mal eine Haribo-Cola. Colas? Colas? Kohlen. Kohlassen. Kohlen? Ja. Kohlen. Moment, ich muss es jetzt im Duden nachgucken. Mehrzahl von Cola als Kohlen. Logisch. Ja, natürlich, klar. Das belastet mich! Hey, wir hatten den Testsieger, okay. Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, wie der raucht. Und der raucht gut, ich glaube, ihr seht's. Der Raum hier ist schon wieder komplett zugenebelt. Und krass, 200 Quadratmeter, zack, 2 Minuten und der ist raus. Oder also hier drüben ist... Ihr hört das echt noch nicht, weil wir so ein geiles Mikrofon benutzen. Ist doch so. Ja, springen wir nachher noch in den Pool. Mag jetzt Adi endlich mal sagen, so Leute, fahrt. So Leute, kommen wir endlich mal zum Ende. Da war der hier schon wieder ewig. Also, geiler Tabak. Probiert ihn auf jeden Fall mal, wenn ihr den in die Finger bekommt. Wie gesagt, 187. Habt ihr jetzt ja vielleicht schon durch ein paar Videos mitbekommen. Sind wir so ein bisschen Fan von. Ein, zwei Videos. Ne? Also, ja, 187. Gönnt euch guten Tabak, gönnt euch eine geile Pfeife. Ich hoffe, wir sehen euch beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seht uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein, Leute, euer Shisha-Team. Checkt unsere Social-Media-Kanäle aus und Instagram und Facebook und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ich würde sagen, dass die Leute das Video liken dürfen, wenn sie möchten. Und gerne auch kostenlos abonnieren, wenn sie das nächste Video nicht verpassen wollen. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht, wäre aber schon cool. Solltet ihr. Sollte man tun. Wäre besser. Ja. Definitiv. Wenn ihr so eine To-Do-Liste habt, alle Sachen, die ich vor 30 machen muss. Ist für Flo schon vorbei? Ja, aber ich habe ja das Abo für das Shisha-Team gemacht, als ich noch vor 30 war. Was sagst du? Tschüss, Leute! Mach mal die Kamera aus, bitte. Mach mal die Kamera aus, bitte. Genau, nehmen die Kamera. Nehmen die einfach mal ein bisschen zu. Das Problem ist, wir haben keine Fernbedienung für die Kamera und niemand hat Bock aufzustehen. Also das bleibt doch dran. Liegt so ganz vage auf dem Stativ. Das heißt, wenn ich aufstehe und es runterfällt, bist du nicht schuld. Bleib's einfach dran. Jetzt schaffst du gleich Sila von Kaschan. Genau, das wird ein lustiger Abend noch. Easy. Da könnt ihr mitspielen. Ruft einfach an. 990. Ruft einfach am Sonntag an. Heute ist Samstag. Ja. Genau, ruft einfach am Sonntag an. Wir spielen morgen bestimmt immer noch. Richtig. Und in dem Sinne? Dein Spruch fällt noch, den haben wir noch nicht drauf. Gib und Rauch und Geschmack. Genau. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Das Video ist schon zu Ende. War schon. Wir warten nur nach dem bis der Akku endlich ausgeht. Also noch genau. 1 Stunde und 53 Minuten Akku. Das kannst du von mir aus lesen? Das habe ich mir ausgedacht. Das ist ja klar. So können wir jetzt mal irgendwie... Das klingt so weit. Was? Ich? Ja. Nicht kurz. Kannst du nicht über den Tisch stehen und das Mikro halten, wenn ich aufstehe? Die zwei Kohlen sind schon fertig. Ah, wir müssen ja noch Pfeife fertig machen.